Hallo Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Video und heute besprechen wir mal, finde ich, ein ganz wichtiges Thema in der Gaming-Szene, wie wir miteinander umgehen online und besonders jetzt auch in Bezug eben auf Suicide Squad Kill Justice League. Ich habe in den letzten Wochen und Tagen natürlich auch jetzt besonders viele Kommentare bekommen, die sehr positiv waren, aber es waren auch einige dabei, die sehr negativ waren. Und einige habt ihr davon gar nicht gesehen, weil die sind auch gleich von YouTube ausgeblendet worden, also quasi in die dunkle Kategorie rüber verschoben worden. Das macht YouTube teilweise schon automatisch, wodurch man auch schon sieht, wie es heutzutage einfach abgeht. Aber in diesem Video möchten wir einfach mal auch beleuchten, was tatsächlich passiert. Und dafür habe ich auf Twitter sehr interessante Informationen gefunden. Die zeige ich euch jetzt auch gleich mal an. Und wir werden mal ein bisschen darüber sprechen, was hier momentan alles abläuft. Hier erstmal eine kleine Vorschau über das, was ich heute sprechen möchte. Das ist Hayley B. Ja, sie war bei Rocksteady Games User Interface Director. Und wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mein letztes Video mit meinem großen Test gesehen habt, war ich jetzt auch nicht der Überfan vom User Interface. Ja, aber was diese Frau hier teilweise jetzt auf Twitter auch gezeigt hat, hat mir persönlich auch sehr viel gezeigt. Einfach was hier los ist. Das nächste, und wir reden gleich noch ein bisschen mehr über das, was sie als Anfeindungen alles bekommen hat, zeige ich euch auch noch was von Shadfather. Das ist auch ein Content Creator, soweit ich weiß, im internationalen Raum. Und er sagt, sometimes I'm ashamed to be a fan of DC, Marvel, Star Wars and Harry Potter. Toxic fans. It doesn't take away from my enjoyment of these things, but never in my life have I wanted to put people down over fictional characters or universes. Folks need to learn respect. Und ich habe das heute einfach mit ins Video nehmen wollen, weil ich finde, er hat vollkommen recht. Hier geht es gewissermaßen wirklich sehr viel um Respekt und einfach auch um eine gewisse Zwischenmenschlichkeit. Und ich finde, leider merkt man immer mehr und je mehr die Jahre vergehen, wie diese Grenzen immer mehr verschwimmen und verschwinden, wie Leute miteinander umgehen. Und das zeigt halt schon ziemlich viel. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder ein Beispiel von IGN, was ja passiert ist. Das ist jetzt schon ein Weilchen her, ein paar Tage. A lot of fans are hoping mad about Batman's role in Suicide Squad Kill Justice League and rightly so. Here's why Kevin Conroy's Batman is wasted in the game. Also nochmal ein Artikel darüber, warum der Batman-Charakter im Suicide Squad Game ja Verschwendung war oder halt richtig kacke, um es mal so auszudrücken. Zu diesem Thema übrigens kommt demnächst noch ein Video von mir. Da könnten einige vielleicht große Augen machen. Deswegen guckt gerne beim Kanal vorbei oder vielleicht irgendwo in der Infobox oder in der Videobeschreibung. Da wird noch was Großes zu kommen. Aber auf jeden Fall Amy Leigh Shaw, die arbeitet auch bei Rocksteady Games immer noch, soweit ich weiß. Kevin was our teammate and many of us worked with him directly for years. I would expect games journalists to know that and understand how callous it is to use his memory to stoke hatred. We do not need strangers to tell us what he would have thought he told us himself. Also sie sagt, eigentlich sollten die das wissen, ja, von der Presse, dass sie direkt mit Kevin Conroy zusammengearbeitet haben, ja, und es braucht niemand von außen ihnen sagen, was Kevin Conroy darüber dachte. Er hat es ihnen selbst gesagt, Auge in Auge. Und das ist halt wirklich auch eine Sache, wo ich dachte, nehme ich mit ins Video rein, weil das passt halt einfach wie die Faust aufs Auge, ja. Die haben zusammengearbeitet. Die sind direkt face-to-face zusammengesessen und haben drüber geredet, was da getan wird, was nicht getan wird, ob es okay ist, wie er es findet, dies und das. Das haben sie unter sich ausgemacht. Ja, jetzt von außen zu meinen, man wüsste es besser, ist schon ein bisschen anmaßend. Und das ist genau etwas, was wir aber ganz, ganz häufig sehen heutzutage. Also eigentlich nicht viel Ahnung haben, aber trotzdem sich mega einmischen. Und Hauptsache, man hat irgendwie seinen Hate mit reingeworfen. Ja, oder seine Unwissenheit. Und um ein weiteres Beispiel zu nennen, Hayley hat dann hier auch was zitiert. I've only experienced a very small amount of abuse and derogatory comments this week. Can't even begin to imagine what it must have been like for Laura Bailey and the other ND devs. Disgusting behavior. Laura Bailey talks about how people threaten her newborn son when The Last of Us Part 2 launched. Also, die haben anscheinend ihren neugeborenen Sohn bedroht wegen The Last of Us Part 2. Krank einfach, was da abgeht. Und dann sieht man nämlich wieder sowas, und auf diesen Screenshot kommen wir gleich noch zu sprechen, den eben diese Hayley B. von Rocksteady Games
auch gepostet hat. Den gucken wir uns gleich noch an. Aber hier sieht man auch schon, sie hier zitiert auch wiederum das und sagt: If I was a game dev where I knew I am working on a game series that has touched many people's lives and know it's going to be a live service cash grab that tarnishes the rest of the series, I am not saying anything online, not condoning harassment, but this stuff just happens. Das kann man immer schön sagen, wenn man nicht dabei ist. Das kann man immer schön sagen, wenn man nicht in den Schuhen von jemandem anderen steckt. Und das ist unglaublich dreist, was heutzutage einfach abgeht. Leute im Internet, die wirklich keine Ahnung haben, die Leute nicht mal kennen, nicht wissen, wie es sich in deren Schuhen anfühlt zu laufen. Ja, wie viel Herz zum Beispiel bei denen drin steckt in diesem Projekt. Und einfach, was sie sagen, ja, du sollst dann, wenn ich nicht du wäre, dann würde ich halt einfach das Maul halten quasi. So, warum hältst du nicht einfach die Klappe? Ja, du hast da würde ich ganz, ganz still sein an deiner Stelle. Du hast quasi gar nicht die Berechtigung, irgendwie was online zu sagen. Oder wenn du was sagst, geschieht es dir doch recht. Oder brauchst dich doch nicht wundern, dass du hier die ganze Zeit verbal eine aufs Maul kriegst, so auf die Art. Also, was ist das für eine Entgegnung? Was ist das für eine Reaktion? Soll ich jetzt zu jedem hingehen, der irgendwo rummuckt und dann quasi kommen irgendwie 5 Leute und batschen denn zusammen irgendwo auf der Straße? Und dann stehe ich halt da und sage, ja, hast Pech gehabt. Warum hast denn du gesagt, hey, pass mal bitte auf? Warum hast du denn das zu denen gesagt, dass sie bitte mal aufpassen sollen und dir nicht auf deinen Schuh treten sollen die ganze Zeit? Warum hast du überhaupt was gesagt? Selber schuld, wenn du was sagst. Ja, akzeptier es doch einfach, wie es ist, ja. Was ist das für eine Haltung? Wie sollte sich das weiterentwickeln mit unserer Gesellschaft oder wie wir online miteinander umgehen? Was soll daraus entstehen aus so einer Haltung und aus so einer Zurechtweisung, sag ich mal, im moralischen Sinne und im zwischenmenschlichen Miteinander? Also ich fasse es teilweise wirklich nicht. Und ja, und der Sache jetzt nochmal quasi die Krone auch aufzusetzen, zeige ich euch mal, was sie jetzt auch wegen diesem Game, ja, wegen Suicide Squad Killer Justice League für Nachrichten bekommen hat. Psychopath. Suicide Squad isn't going well. 15,000 players for live service is shit. Of course you care on an agenda and not a good product. Why don't you go back to college and re-educate yourself? Ja? Und dann geht's hier weiter. Zitiert er, glaube ich, irgendwas. Ja? Und dann geht's noch gleich richtig los, glaube ich. You're okay by Lex Learn being a feminist, which doesn't fit his character course. His actually the whole opposite. But you're okay with Haley harassing, yeah? Oh, and Green Lantern, so you're promising clear racism. You are a psychopath to ear, yeah? Promoting soulless live service video games. What a shit person you are. And you're supposed to be a grown-ass adult, Christ. Also, dass jemand schon die Intention besitzt, zu jemandem sich per DM zu melden und ihn dann so mit Nachrichten voll zu spammen und ihn, was weiß ich, was zu beschuldigen. Also ich finde es einfach, es ist brutal, was hier los ist mit den Leuten. Ich habe keine Ahnung, was bei denen abgeht insgesamt. Hier, das ist eigentlich der Post, über den ich auf sie aufmerksam geworden bin. This is what happens when you try to tweet something positive about a game you've worked on. Ne? Also wenn man über Suicide Squad zum Beispiel was Positives sagen möchte, weil man dran gearbeitet hat. Und dann seht ihr jetzt mal selber, ihr könnt es jetzt selber sehen, eigentlich das meiste, denke ich, ja. No one's enjoying your woke ESG game dumb cunt, ja. Also eine Beschimpfung, ja. Blöde, ja. Another dev lying to us, how original. For a game developer, you have a lot of time on your hands, maybe try Uber Eats. Und dann habe ich noch irgendwo was gesehen gehabt von wegen, dass sie dafür gefeuert werden sollte oder sowas in die Richtung. Für das, was sie da gemacht hat. Game fucking sucks. Everyone should be fired. Also, man glaubt das wirklich nicht, ja? Das sind Leute, die arbeiten dort, die haben Familien wahrscheinlich auch und die haben ihr Herz reingesteckt in das Game. Man kann ja davon halten, was man will, aber everyone should be fired. So einfach zu sagen, ja, schmeiß doch da alle raus, nur weil mir das Game nicht gefällt. Was sind das für Haltungen, ja? Shut the up. Und so weiter und so fort. Ihr seht es, was da los ist. Es ist absolut krank, anders kann ich es nicht sagen. Hier im deutschsprachigen Raum hält es sich noch ein bisschen zurück, habe ich so das Gefühl. Es ist noch nicht ganz so krass und wie hier, aber es geht in die Richtung. Es fängt an, in diese Richtung auch zu gehen. Und das ist wirklich eine besorgniserregende Sache. Und deswegen habe ich heute mir einfach den Willen gefasst, dieses Video zu machen. Schaut euch das an. Und jeder auch, der das Spiel vielleicht nicht mag oder jeder, der allgemein, ja,
im Netz irgendwie unterwegs ist. Einfach das ein bisschen mal zu Herzen nehmen, auch mal drüber nachdenken, wie man hier mit anderen Leuten umgeht und wie man vielleicht auch mit dem Game umgeht und wo der Respekt aufhört und wo er anfängt. Vielleicht auch mit einem Produkt, mit einem künstlerischen Werk umzugehen, ja, wo andere Leute viel, viel Teil ihres Lebens reingesteckt haben. Ja, und da einfach mal versuchen, ein bisschen die Distanz zu kürzen und nicht irgendwie draufzuhauen auf jemanden, den man gar nicht kennt, oder auf eine Situation draufzuhauen, die man gar nicht versteht. Ja, oder über Game-Entwicklung zu urteilen, von der man gar nichts weiß. Das sind alles so Sachen. Ob man ein Game gut findet oder nicht, das ist völlig in Ordnung. Jeder darf sagen, ich mag das Game nicht, ich finde es nicht gut, das hat mir nicht gefallen. Ich mag an dem Game dies, aber ich mag an dem Game nicht, dass es so und dies und das macht. Aber mit Beleidigungen und mit so Häme und Hass und Wünschen und so lächerlich machen und so jemanden auslachen dafür, dass er eine bestimmte Meinung hat und seine Meinung vertritt, oder dass er bestimmte Aussagen macht wie, ich mag das Game, weil dies und das, oder ich freue mich über das Spiel wegen dem und dem, und dann reinzukommen und zu sagen, oh, was willst du, ach komm, das ist doch voll der Scheiß, so, weißt du, das, was ist das, was bringt einem das, ja, jemand anderem dann zu versuchen, seinen Stempel aufzudrücken oder dann einfach zu sagen, ja, du hast jetzt gesagt, wie du das findest, ich finde es jetzt definitiv nicht so und ich muss es unbedingt äußern, dass ich das nicht so finde, weil, ja, und eigentlich sich ja der Content dann teilweise einfach an Leute richtet, wie sie jetzt hier zum Beispiel gesagt hat, sie möchte einfach nur was Positives über das Spiel sagen. Sie möchte sich einfach drüber freuen und zum Beispiel hier, anyway, here are a few bits of branding work I did for the game, which I've managed to locate. Also Arbeit, die sie ins Spiel reingesteckt hat und sich freut, das im Spiel zu sehen. Ja, und wir haben mittlerweile einander gefolgt quasi, deswegen könnte ich jetzt kommentieren, aber sie hat die Kommentare deaktiviert für Leute, denen sie nicht folgt auf Twitter, weil es eben nicht mehr zum Ertragen ist für einen normalen Menschenverstand, weil man das halt auf Dauer wirklich schwer aushält. Und das können sich Leute anscheinend gar nicht vorstellen, ja, weil sie natürlich selber nicht in diesen Schuhen stecken, weil sie selber nie ihr Herz in irgendwas Großes rein investiert haben und dann richtig verbal aufs Maul bekommen haben, für ihre Kreation, weil sie nämlich gar keine gemacht haben, nie. Und es auch wahrscheinlich nie tun werden, weil ihr hauptsächlicher Lebensinhalt darin besteht, irgendwelche Werke von anderen Leuten zu beäugen und zu kritisieren und darüber zu richten, als wüsste man es selber so viel besser. Und als hätte man doch im Nachhinein alles besser gewusst und besser gemacht. Ich kenne solche Personen im realen Leben, von denen ich mich mittlerweile auch sehr stark distanziert habe. Deswegen weiß ich ganz genau, wie das ist, und deswegen greife ich es einfach auf, und ich finde, es fehlt einfach extrem, dass mal Leute sich hinstellen oder hinsetzen vor die Kamera und sowas zeigen und sagen, hey, so geht es doch nicht. Das ist nicht in Ordnung, ganz einfach. Und mehr kann ich nicht sagen dazu heute, oder mehr will ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Auf jeden Fall, das Video habe ich gemacht und das war mir wichtig. Ich danke euch natürlich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir hier alle weiterhin Freude an dem Spiel haben können und dass es irgendwann vielleicht aufhört, dieses extreme Gehate gegen dieses Game. Und wie gesagt, in dem nächsten Video von mir zeige ich auch gute Gründe, warum man vielleicht, auch wenn man so auf die Story aus ist und so ein großer Batman-Fan ist, vielleicht hätte ein bisschen warten können. Denn das, was da teilweise jetzt ans Tageslicht getreten ist, das lässt gut hoffen. In diesem Sinne, danke. Und bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao.